Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 5. Ja, wir haben eine Kiste, die wir jetzt öffnen. Moment. Goliathonikum. Sehr schön. Ja, haben wir ein Goliathonikum gefunden. Uns fehlen aber immer noch voll viele Kisten, Trademark. Aber da oben ist ein Speicherpunkt, der natürlich viel wichtiger ist. Und da werde ich jetzt einfach mal hier speichern. Und zwar speichern wir einmal da. Und einmal da, weil das ist der jetzige dann. Ne? Verstanden? Das ist der, falls ich Scheiße baue. Und das ist der, wo wir jetzt weiter speichern. Und, weil ich es gesagt habe, komm, Zelt gönnen wir uns auch. Wir haben 36 Zelte. Also ganz ehrlich, Zelte können wir bei jedem Speicherpunkt ohne Probleme einwerfen. Ja. Weil, warum auch nicht? So. Gut. Da ist noch ein Kistchen. So, okay. Da ist noch ein Kistchen. Da oben ist noch ein Kistchen. Da ist noch ein Kistchen. Und dann weiß ich nicht, wo es weitergeht. Okay. Das ist schön. So, also, Moment. Einmal ein Kampf. Ja, und wie gesagt, ich werde die Tier... Also die Faris werde ich jetzt Tierbänderin, zumindest Stufe 1. Ach, ich sollte da vielleicht auf Vita umstellen, nicht auf Vitra. Ja, wäre wahrscheinlich geschickter. Also Tierbändigerin Stufe 1. Also ich möchte zumindest... Ja, ich fange den Satz 5 mal neu an, weil ich bin voll verpeilt und so. Zumindest eine Stufe möchte ich schaffen beim Tierbändiger. Und dann reicht's aber auch, ne? Weil irgendwie, ich muss sagen, der Beruf, den finde ich seltsam. Aber wären coole Challenges, so die Final Fantasy Challenges, einfach das Spiel mit den ungeliebtesten Berufen irgendwie durchspielen. Ja. Wäre, glaube ich, ganz cool. So. Gut, ja. Immer diese Stürzen. Bizarre Walzen. Ja, der Soundeffekt gehört zum bizarren Walzen dazu. Kaffee trinken. So. Warum macht eigentlich Arz jetzt die ganze Zeit bizarre Walzer? Warum greift er nicht normal an? Achso, weil der wahrscheinlich irgendeine Laute oder sowas hat, oder? Das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Der ist doch ein Ninja. Wieso tanzt ein Ninja die ganze Zeit? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wahrscheinlich hat er irgendeine Glocke oder so als Waffe. Oder ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, auch nichts Neues. So, okay. Lenna hat Zeitmagie Stufe 4 gemeistert. Das ist natürlich schön. Tänzermesser. Okay, deshalb wahrscheinlich. Ein Messer, das mit der Aura eines Tänzers versehen ist. Ja, ganz ehrlich, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja. Ich finde das eigentlich ganz lustig und deshalb lassen wir das drin. Und ich finde das so cool, dass bei diesem Spiel einfach auch teilweise die Waffen wirklich coole Auswirkungen haben auf die Charakter dann. Ja. Ja, zum Beispiel Schwerttanz, wo der jetzt einfach eigentlich sterben hätte müssen. Ach, Galuff. Ach, Faris, was ist denn los mit euch? Ihr hättet den töten können. Na toll. Na toll, super. Ja, muss wieder Barts ran. Ja, Galuff, gut gemacht. Okay, so. Jo. Ein Morgenstern. Moment, ich muss mal kurz gucken. Gut, Blutschwert. Oder weißt du was? Ich probiere jetzt weiterhin das Blutschwert. Vielleicht funktioniert es ja jetzt besser. Ich weiß nicht, warum das der immer daneben geschlagen hat. Vorher, aber gucken wir mal. Vielleicht geht es ja jetzt besser. Weil wir sehen ja, dass der generell viel daneben schlägt, der Galuff. Vielleicht geht es ja jetzt mittlerweile besser, weil die Klasse ein bisschen mehr beherrscht, kann ja sein. Volltreffer daneben finde ich immer am coolsten. Nö, natürlich. Ah, schön, wenn immer Schwerttanz kommt. Gut, gegen den Gegner hätte der normale Schlag auch gereicht. Oh, Galuff hat getroffen. Was ist denn da los? Das wäre schon praktisch, weil ich sag mal so diese 400 irgendwas. Aber er ist halt trotzdem weit schwächer als mit der anderen Waffe, witzigerweise. Und ganz ehrlich, es bringt mir nichts, wenn es bei jedem zweiten Schlag daneben schlägt. Also das ist echt. Also nicht bei jedem zweiten, sondern irgendwie wenn 8 von 10 Schläge daneben gehen. Oder eben 4 von 5. Das bringt dann nichts irgendwie. Da bringt mir der ganze Effekt, dass er sich selbst heilt, bringt mir da genau Nüsse. Ganz ehrlich. Dann nehme ich wieder die andere Waffe.
Ja, das ist, also, das ist echt, es tut mir wirklich leid, aber das bringt dann genau gar nichts, ne? Das bringt dann so leider gar nichts. Ey, gar nichts. So gar nichts. Oh, ich sehe gerade. Länder ist schon wieder quasi leer. Von den MPs her und so. Ganz ehrlich, Großschwert. Ja, es hilft alles nichts. Oh, oh nein! Was zum... Oh nein, oh nein! Der Wald beginnt zu brennen. Oh oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Ist das gut? Ich glaube nicht. Vor allem, es ist auch nicht gut, dass die Flammen oben in den ästhetischen, 2 Pixel breiten schwarzen Rahmen reinragen. Oh, das ist ja gar nicht gut. Oh nein! Ja. Oh nein, Extev steckt im Wald in Brand. Huch, ein Mogri. Kupo. Kupo. Ja, habe ich schon gesagt, Kupo, ne? Ja, aber so schnell springen wir da natürlich nicht rein, weil zuvor muss ich diese Kiste noch holen. Aegis-Schild erhalten, ist das gut? Kann das irgendwas? Ein Schild, der Versteinschutz pariert manchmal magische Angriffe. Ja, super. So, mehr gibt's hier nicht. Dann schnell rein da. Oh. Ja. Auto-Battle aktiviert. Ja, ich glaube, Lennart gebe ich dann einfach mal ein Elixier. Wobei halt in 3 Zelte schlafen halt trotzdem noch günstiger wäre als ein Elixier, glaube ich, oder so, oder? Aber dann ist egal. Man darf sich auch mal was gönnen. Es ist jetzt nicht so, dass man nur sparen muss. Regenbogen, Wind. Der Luft ist cool. Und ich glaube, ich habe ja viel. Ich glaube, ich habe ja viel Elixiere, oder? Also jetzt richtig viel nicht, aber ein paar, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich da extrem sparen muss mit denen. Ja, machen wir da. Sorry, habe ich mich glatt verschluckt. Ich sterbe. Was? Ah, tut mir leid. Ja, guck mal, die Länder wäre sogar richtig stark. Das ist ja halt so traurig, dass Länder eigentlich voll stark ist. Aber Vita zaubern muss. So, wie sieht's aus, Faris? Ab wann? 29,55, ja. Okay. Items, wie viele Elixiere haben wir denn? 16. Gut, Ether haben wir 14, aber ich glaube. Ah, nee, komm, ich nehme einmal ein Elixier. Oder ich gehe da mal rein. Vielleicht ist ja da gleich ein Speicherpunkt. Oh, Kupo. Oder ist das vielleicht eine heilende? Lass uns hier warten, bis die Flammen sich beruhigen. Heilt er? Ja, ja, guck mal. Na, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt gewesen, ja. So. Kupo! Kupo? Da, kann ich jetzt raus? Ich weiß nicht. Darf ich jetzt raus? Will ich jetzt raus? Achso, das ist... Ach, das ist... Oh! Ach, du Schande! Was ist denn hier passiert? Guck mal, der ganze Wald ist verbrannt. Ich bin... etwas traurig. Asche erhalten. Oh, wow. Aber die Monster sind zumindest noch die gleichen. So, weißt du was? Angriff. Go. Jetzt wird Lenny einfach mal ein bisschen zuschlagen. Ja, das geht nicht, dass die immer nur da sitzt und heilt. Ja. Ja, dann geht der Kampf auch ein bisschen schneller. Definitiv sogar. Schwertetanz. Ja. Feuerzunge erhalten. Und da oben ist der Dekobaum. Oje.
Unheil, oh mein Gott. Ja, weil Barz heilt sich eh selbst. Das muss ja Lena sowieso nicht übernehmen. Schlag nicht immer daneben, Leute. Danke. So. Ist immer noch Stufe 1 Tierbändige. Ich will diese Klasse loswerden. Ist das... Der Wächterbaum. Er wacht also über die Siegel. Seht doch, der Zweig. Oh, schön. Ist ja wirklich der Dekobaum. Ah, schön, wir haben alle Kisten gefunden. Wächterbaum Inneres. Hier gibt es keine Kisten. Ich bin sehr traurig. Oh, er hat uns eingeschlossen. Huch. Was ist das alles? Wahrscheinlich all das, was von dem Siegel eingeschlossen war. Sie kommen. Macht euch bereit. Okay. Kämpfen die jetzt gegen uns? Natürlich kämpfen die gegen uns. Das sind Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ich gegen Fragezeichen kämpfen will, aber ich mach mal. So, komm, ganz ehrlich, Zeit, mein Magie, jetzt machen wir mal Hastgar. Ja, weil es wirkt auf alle. Hastgar! Hastgar! So, dann geht da alles ein bisschen schneller. Ne? So, Angriff. Einmal beschwören Golem, damit wir hier so ein bisschen irrdener Wall bekommen. Ja. Ah, schön, wie der uns schützt. So, Angriff. Weißt du was? Hier, Comet. Comet und staunet. Ja. Und wir machen ein bisschen Auto-Battle. Weil Gaias Wut müsste eigentlich ganz stark sein. Das... Okay, Gaias Wut ist nicht ganz stark. Aber ich glaube, ich nehme Gaias Wut und riskiere, dass der eine dann zumindest dauernd geheilt wird, weil die offensichtlich alle irgendwie ein anderes Element darstellen. Mehr oder weniger, vermute ich jetzt mal. Und deshalb heilt sich der unten. Aber das Risiko ist mir wert, ganz ehrlich. Was? Moment. Das war jetzt doof. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen nicht so... Nicht so voreilig, wie das heißt. Ich darf das Spiel nicht unterschätzen. Ja, dieser Fehler passiert mir leider so oft, dass ich einfach das Spiel unterschätze. Was ist eigentlich Vigra? Weißt du was? Ich mache auf alle Vigra. Das sollte eigentlich gut heilen, oder? Gut, das erste Knubbel ist tot. Was heilt denn Vigra? Ja, das heilt definitiv ausreichend. Das heilt definitiv ausweichen. So, Komet. Ich habe noch genügend MP, das passt. So, und dann machen wir nochmal Titan. Und gesagt, dass sich da unten der Knubbel heilt, ist mir echt vollkommen egal. Ich hoffe nur, dass sich die nicht dann wieder herstellen, so gegenseitig. Aber ich muss sagen, Hastgar finde ich toll. Also, dass ich da einfach so viel... Oh, Feuergar finde ich wieder nicht so toll. Wow, das war richtig böse. Das war richtig böse. Sehr schön. Nein, nicht auf den, das ist doof. Den sollte man nicht angreifen, sondern jetzt, gut. Jetzt habe ich das Problem, jetzt muss ich wirklich manuell battlen, aber ist egal, komm, wir schaffen das. Bei 99 ist jetzt nicht so toll. Nochmal Titan. Weil der hinten müsste eigentlich schon fast tot sein, ne? So theoretisch. Da kann nicht mehr viel übrig sein. Oder auch nicht. Ja, Comet. Oder Jaro. Ja, okay, doch nicht Comet, sondern eher... Ich weiß, das heißt Komet, aber ich sag Comet. Comet und staunet, ne? Ja, wow. So, solche spaßigen Späße. So, komm nochmal Titan. Yeah, Action und tot. Also ich
Dachte eigentlich, das Ding da hinten ist bald hin, aber offensichtlich dauert das nicht. Komm, lass das mit dem Aerogar. Das ist voll arrogant, was du da machst. Ja? Du komische Gegner. Soll ich nochmal? Weißt du was? Komm, ich mach mit normalen Angriffen. Bizarrer Wald. Dum, dum, dum. Daneben. Also irdene Wall ist echt super. Ach, und guck mal, Galuf hat das. Das ist ja toll. Eigentlich müsste Vitra auch reichen in dem Fall. Komm, wir sparen mal ein bisschen. So, okay, jetzt können wir wieder Vollgas geben. So, Zeitmagie, Komet, Angriff. Und hier machen wir, also Titan ist schlecht, dann machen wir hier Ifrit. Wie Shiva. Machen wir Shiva, schauen wir mal. Wie Shiva so funktioniert. Nicht, okay. Versuch was wert, ne? So, Moment, Komet. Angriff. Dann probieren wir Ifrit. Und Angriff. So. Höllenfeuer! Hoffentlich geht das besser. Na gut, ist das jetzt. Gut ist was anderes. Ach, das kommt. Erdstoß. Oh. Okay, das war doof. Jetzt muss ich auf jeden Fall. Komm, wir machen da Angriffe. Jetzt muss ich auf jeden Fall in der nächsten Runde doch ein bisschen heilen. So. Vigra auf alle. Ja, komm, wir machen einfach Angriffe. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Ja, genau. Und tschüss. Yay, Galuf hat zweihändig gemeistert. Okay, super. Immerhin irgendwas. Boah, was ist denn heute los? Ich verschluck mich dauernd am Tee. Es ist auch eine Kunst, ne? Beeindruckend. Aber durchaus zu erwarten von den Trägern der kristallenen Kräfte. Ihr habt also die Siegel zerstört. Gut. Ich sollte euch wohl dafür danken. Ihr macht es mir damit um so vieles leichter. Na toll, war das jetzt wieder der Axdeath? Der mit dem coolen Namen? Axdeath. Diese Ironie. Die Siegel zerschlagen von den vier Kriegern, die auserwählt waren, sie zu beschützen. Oh. Was? Das waren Kristalle. Die Kristalle, die meine Freiheit so lange beschnitten haben. Jetzt gehören ihre Kräfte mir. Oh nein. Verneigt euch vor meinen Kristallen und meiner Macht. Was? Oh. Was machst du da? Wieso drängst du uns gegen die Wand? Das macht man so nicht, Exdev. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Mein Herz rast wie verrückt. Opa muss irgendwas zugestoßen sein. Gobo! Was? Sie sind im Wald vom Moor? Komm, lass uns gehen! Rettet sie uns mit dem Drachen wieder, oder was? Ach, der Drache ist immer so ein Lebensretter. Ist voll toll. Was machst du da? Lass das. Schluss jetzt. Sterbt einen schmerzhaften und qualvollen Tod. Ey, nein, wir sind die Helden. Wir dürfen nicht sterben. Huch. Oh. Irgendwas ist passiert. Opa! Ah, Barzlener Faris! Ach, die Kleine hat die Magie ihn zu... Okay, ja gut. Grille, was ist mit Axdev? Keine Sorge, für eine Weile sollte er ruhig gestellt sein. Ah! Oh oh. Unverschämtes kleines Ding! Huch! Ach nö! Nee, nicht sie... Hey, wer? Was bist du? Stirb! Nein, nicht Krille, nein, nicht die Kleine. Ach komm, muss das sein? Jetzt haut er die hier rum, ja, in der Kugel. Na toll. Opa! Krille. Na toll. Der ist ganz schön nervig, dieser Axdeath.
willst du immer noch nicht aufgeben, Galuf. Wenn du gegen diese Kraftfelder angehst, werden eure wertvollen Kristalle zerspringen. Grille! Oh. Ja. Oh oh. Oh nein, Galuf. Was passiert mit Galuf? X-Death. Oh, er macht... Ach du Schande, was passiert hier? Ich habe ja Angst. Oh, Galuf gegen X-Death. Eisgar. Daneben. Aha, Trottel. Müssen wir eh Auto-Battle machen. Das Gute ist, ich wehre jetzt diese ganzen Zauber dank meines tollen Schilds einfach ab. Ja, das ist das Tolle daran. Schauen wir mal, wahrscheinlich besiegen wir den jetzt irgendwie. Ist das vorgesehen? Dass ich hier alles abwehre? Ah, okay, ich wehre doch nicht alles ab. Ich glaube nicht, dass ich den alleine besiegen soll, oder? Weiß nicht. Krabbiger! Oh. Ich mach mal eine High Potion rein. Ich probier's einfach mal. Oh, Eisgar. Oh, nö, doch nicht. Okay. High Potion. Weißt du, warum? Warum bin ich jetzt nicht gestorben? Hä? Nimm das! Vakuumwelle. Aha, daneben. Trottel. Spüre meine Macht. Ich schicke dich direkt in den Tod. Oh, Flair. Flair ist böse, ne? Sanctus. Oh, Sanctus ist auch böse. Meteo. Komm, es reicht. Galuf, X-Death, es reicht. Ich lebe aber immer noch. Guck mal. Warum stirbst du nicht? Ja. Da braucht es schon ein bisschen mehr, damit ich ins Gras beiße. Ich bereite dir ein Ende, X-Death. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, Galuf ist sehr von sich überzeugt. Aller Zorn und Hass der Welt wäre nicht genug, mich zu besiegen. Das haben schon öfter welche gesagt, ne? Ich hege weder Hass noch Zorn. Es ist... Was ist es denn? Was? Was dann? Oh, tschüss. Cool, ich habe ihn echt besiegt. Das ist äußerst interessant. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Oh nein, jetzt bekommt er die Kristalle. Nein. Nicht ihm die... Achso, oder wird er jetzt wieder verbannt? Ja, oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ja. Ah, wir sind wieder wach. Opa! Galuf? Opa! Galuf? Galuf! Halten Sie durch, wir... Es hat keinen Zweck. Es ist zu spät für mich. Galuf, jetzt sagen Sie sowas nicht. Galuf, stehen Sie schon auf, alter Mann. Das ist wirklich nicht lustig. Wach auf, bitte. Bart, Lena, Faris, meine liebe Krille, Ex-Dev, macht ihm den Garaus. Opa, nein, du darfst nicht sterben. Ich will das nicht. Galuf, halt durch. Vika! Flup. Bitte, Engel! Flup. Ja, wie jetzt? Das funktioniert auch nicht. Mach die Augen auf. Phönixfeder, Elixier. Nichts hilft. Oh nein. Galufs Lebensflamme ist erloschen. Opa! Nein, nein, du darfst mich nicht verlassen. Du darfst nicht tot sein. Oje. Opa, ruft mich. Grille. Opa?
Der Wächterbaum, der die Kristalle seit tausend Jahren beschützt hat, leiht mir seine Kräfte, um durch ihn zu euch zu sprechen. Ich habe jedoch kaum Zeit. Ich möchte euch meine Stärke vermachen. Bitte, Krille, weine nicht. Bleibe bei Barz und den anderen. Sei stark und kämpfe. Nein, du musst das tun. Komm zurück, lass mich nicht alleine. Du weißt, dass das nicht geht. Aber du bist nicht alleine, Krille. Dessen musst du dir bewusst sein. Krille hat Galuffs Fähigkeiten erhalten. Opa, diese Wärme, die mich durchströmt, ich fühle, dass du bei mir bist. Ich bin immer bei dir, in deinem Herzen. Ich verstehe. Extev ist... Krille. Bart, Slender, Faris, ich werde mit euch kämpfen. Krille. Opa hat mir gesagt, dass Extev gerade dabei ist, die Kristalle zu zerstören. Wir müssen sofort zu seinem Schloss. Der Winddrache. So, okay. Jetzt ist Galuff wirklich gestorben. Wir haben stattdessen jetzt Grille im Team. Ist irgendwie bitter. Irgendwie. Oh. Ach, das ist ja... Wow. Ui, das war wohl mal der Wald. Ja, wow. So, okay, gut. Aber wie seid ihr, liebe Leute? Das erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.